Noch zwei Energiechunks. Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert. Umgehende Evakuierung erforderlich. Wir haben 2 Minuten Zeit. Ja. Das hier ist auch gemein, weil hier stürzt sau viel ein. Und wenn man da nicht schnell genug ist, dann... passiert sowas. Komm, nein, nein. Mann, ich kann das echt nicht, weil... Mann! Ich glaub's ja nicht. So, da hoch. Da hoch. Nein, so. Samus! Komm, mach ich Walljump. Geht viel schneller, wollte ich sagen. So, und da hoch. Gut so. Nein, Samus, nein! Du bist doch eine... Oh, Mann! Wenn ich jetzt hier verliere, ja? Warum? Samus, bitte, bitte, ja? Also, ich flehe dich an, wenn ich hier sterbe. Wegen dir, weil du Schuhe... Okay, 1 Minute hat man im Hard Mode. Das heißt, ich würde jetzt hier noch... Es ist noch möglich. Nicht, wenn ich so spiele. Warum fail ich hier total? Warum? Warum zum Teufel? Es ist echt nicht so schwer hier. Wirklich. Es ist doof, aber nicht so schwer, nein. So, wir haben es geschafft. Ich habe das Ganze mit aufgenommen. Ich werde das als sozusagen als Outtake oder so mit reinstellen. Also das ganze Mother Brain, was ich da gerade gemacht habe und das Abhauen. Weil, ja, es ist wirklich so, wenn man nicht labert, kann man sich besser konzentrieren und spielt man besser. Das habt ihr gerade selber gesehen im Beweis. Ich bin jetzt so ein bisschen angepisst. Meine Stimme ist jetzt kaputt. Ich war laut. Das möchte ich nicht nochmal werden. Ich hab's natürlich, also... Ihr empfindet es jetzt nicht so laut, weil ich es in Camtasia leiser gemacht habe. Aber ich bin jetzt wirklich angepisst. Also, wenn ich das in Camtasia in Originallautstärke, dann werden eure Boxen wahrscheinlich kaputt. Ich weiß nicht genau.
Ja, da explodiert was. Das ist nicht ganz Planet Zebes, der da explodiert, aber ein Teil davon. Ja, Samus zieht jetzt ihren Anzug aus irgendeinem Grund. Keiner versteht ihn. Diesen Grund. Ja, wie sind entkommen? Die Weltraumpiraten sind jetzt hinter uns her. Episches Battle Stargate oder sowas ähnliches. Ja. Und Kavusch. Boom. Ach ja. Meine Flucht ließ mich wehrlos zurück. Ich verlor meinen Powersuit. Zum Beschuss blieb mir lediglich eine eher nutzlose Notfallpistole. Es mag wahnsinnig erscheinen, mit dieser Bewaffnung in das Mutterschiff der Welt von Piraten einzudringen. Doch ich hatte keine Wahl. Natürlich nicht. Würde ich lange genug überleben, um entkommen zu können? Weiß ich nicht, Samus. Nicht, wenn ich spiele. Das haben wir gerade gesehen. Handlaserwaffe mit Aufladeautomatik, Betäubepfeiler mit aufgeladenen Schüssen. Ja, wir spielen jetzt Samus in Zero Suit, weil sie abgestürzt ist. Sie wurde von den Weltraumpiraten abgeschossen. Und ist wieder hier gelandet. Also das hier ist immer noch Planet Zebes, ein anderer Sektor eben. Ja. Das hier ist das Mutterschiff, dieses Außending hier. Cutscene, die total lang und episch ist. Das war's. Mutterschiff der Weltraumpiraten. So, Kartenterminal. Wir laden die Karte in die Pistole hinein. Das ist Shosodia. Sieht riesig aus. Allerdings sind das hier nur die Mutterschiff-Kartendaten. Die Map ist nochmal zweimal so groß wie das, was wir hier sehen. Hier ist ein Speicherraum, hier werde ich speichern und die Aufnahme beenden, weil mein Hals gerade verdammt weh tut. Ich muss mich zurückhalten, nicht zu husten. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Nochmal, entschuldige ich nochmal den Ausraster, aber naja, bis dann. Ciao, euer Toasty. Bye bye.